Ja, einen schönen guten Abend aus dem schönen Westerwald. Heute ist Dienstagabend. Die Schafe sind seit 2 Tagen hier. Oder die Schaflämmer, besser gesagt. Haben sie schon gut eingelebt und dafür, dass sie bisher noch kein Gras gefressen haben, wie mir beide Züchter sagten. Ich probiere mal mit der Sonne zu spielen. Ja. War die Gefahr ja groß, dass sie Durchfall bekommen, wenn sie frisches Gras fressen. Aber ich muss sagen, wenn ich mir den Kot so ansehe, an verschiedenen Stellen, das ist ein bisschen aneinander gepappt. Da ist es noch welcher. Dieser hier. Hier vorne ist ganz frischer. Dann muss ich sagen, jawohl, alles gut gelaufen. Ist kein großer Durchfall gekommen und die Schafe haben so richtig gemerkt, wie lecker Gras sein kann. Jucken sich an der Weidehütte, wo immer es geht. Die verlieren ja ihr Fell selber oder ihr Haarkleid. Und ja, nach wie vor bin ich total begeistert. Eine ruhige Rasse, die wenig bürgen, die scheinbar nervenstark sind und wenig scheu. Jetzt gilt's für mich, ja, die Tiere auch irgendwie ein bisschen zahm zu kriegen und auf Tuchfühlung zu gehen. Was noch nicht klappt, vielleicht liegt es auch an dem leckeren Gras, ist das Fressen vom Kraftfutter. Ja, so langsam werden sie neugierig. Ich glaube, wenn ich rede, ruhig und langsam rede, ja, da war gerade der erste Kontakt, gell? Wenn ich ruhig und langsam rede, dann schwenke ich jetzt mal um, dann hört sich das für die Schafe scheinbar irgendwie vertrauensvoll an oder wie auch immer. Naja, was ich sagen wollte, da im Trog kein Kraftfutter. Ich hatte Kraftfutter mit Zuckerschnitzel gemischt, das wollten sie nicht. Dann habe ich Kraftfutter pur, haben sie auch verweigert. Heute Morgen habe ich ein paar Stückchen Brot reingeschmissen. Die waren weg, als ich eben kam. Jetzt habe ich wieder neue reingelegt. Und die sind liegen geblieben. Das Weiße in dem Futter drüben sind Haferflocken. Einfach aus dem Supermarkt Haferflocken. Da haben einige Schäfchen ein bisschen von gefressen. Aber wie man dann direkt wieder sieht, wird sofort nach dem Gras geschnuppert. Ich glaube, ja, ich weiß noch nicht. Gegen das Gras komme ich nicht an. Das scheint verdammt gut zu schmecken, glaube ich irgendwie. Aber gut, ich werde mich weiter bemühen und versuchen, was zu finden, was die Schafe gerne futtern als Leckerchen. Vielleicht habt ihr einen Tipp, könnt mir Bescheid geben, was ihr als Leckerchen benutzt. Kaum ein paar Minuten ist es her, dass die Haferflocken und die Brotstückchen verschmäht wurden, liegen gelassen, meine ich damit. Schon zieht alles los und ist eifrig kräftig am Gras fressen. Tja, irgendwie muss das Gras viel leckerer sein, wie die Angebote von mir. Aber ist aber wirklich komisch. Jedes Schaf ist eifrig mit dem Kopf nach unten am Gras fressen. Obwohl ja gerade, wie gesagt, vor ein paar Minuten habe ich die Haferflocken und das Brot in den Troch gegeben. Und nö, das überlegen wir uns jetzt mal gerade anders. Und ziehen über die Wiese und sammeln unser Abendbrot mit Gras. Ja gut, wenn es so sein soll. Dann ist es so. Irgendwann kriege ich euch auch noch mit. Irgendwie. Ich denke, vielleicht probiere ich beim nächsten Mal reine Zuckerschnitzel aus. In trockener Form. Die lockeren Zuckerschnitzel. Vielleicht komme ich morgen früh nur mit einer Handvoll Zuckerschnitzel und mal sehen, ob die dann beliebter sind.
Ja, dann sage ich euch noch einen schönen Abend. Der zweite Tag mit den Dorberschafen. Wie ihr seht, alles ganz ruhig, alles gut verlaufen. Nur mein Problem mit den Leckerschen. Ich kriege keine Leckerschen in die Schafe rein. Wie gesagt, morgen früh fahre ich wieder hier hin. Dann bringe ich pure Zuckerschnitzel mit. Trockene und die lockeren, losen. Und dann mal schauen, ob die vielleicht doch eine größere Anziehungskraft haben. Bis dahin, schöne Grüße aus dem Westerwald. Bis zum nächsten Mal.